Bist du der Klaus? Ich bin der Klaus. Wir müssen auch unbedingt den Klaus seinen Stand mit einbringen, weil ich finde ihn total korrekt. Hi. Hallo Nachbarn. Hallo Klaus. Hallo Klaus. Und du bist? Ich bin die Kathi. Hi Kathi. Das ist die Madeleine. Das ist unser Zuschauer. Guten Morgen. Nimmst du schon auf? Ja, wir sind schon da auf Sendung. So. Heute hier Samstag, 12:45 wieder von der Verstärke, ich mit Klaus. Hallo, Klaus. Sonntag, hi. Sonntag, ja, ist Raumzeitkontinuum und ich. Zeitlos, ne? Danke, es schaut alles genauso aus wie gestern. Genau, also. Genau. Wir müssen mal kurz Klaus Stand zeigen. Klaus ist hier mit Frankentipps. Super, also der Stand ist echt, wie hast du den hierher gebracht? Eingepackt, hingefahren, ausgepackt, aufgestellt. LKW, einer, zwei? Genau, zwei LKWs. Ja. Roadies, 5 Stück. Also es ging schwer ab. Aber dicken Respekt, dass du da bist. Genau. Was magst du? Was sind Frankentipps? Wir betreiben den Veranstaltungskalender hier für die Region und wollen Veranstaltern ermöglichen, dass sie ihre Veranstaltungsinfos unabhängig an Nutzer übermitteln, dass die Nutzer die Karten kaufen, ja, und das Netz einfach professionell zu nutzen für die Musiker, für die Künstler hier in der Region. In welchen Vorteil bringt mir Frankentipps gegenüber zum Beispiel Facebook? Es ist eine weitere Informationsquelle für dich als Nutzerin, dich zu informieren. Und Frankentipps ist an sich werbefrei, komplett werbefrei. Es bietet nur Veranstaltungsinformationen in einer guten Qualität. Okay, also ich meine, wie man auch an dem immensen Aufwand sieht, den du hier betreibst. Wie wirbst du so für dich oder wie sprichst du die Leute an, dass sie bei dir ihre Veranstaltungen? Also 5-mal im Jahr habe ich das Vergnügen, solche persönlichen Veranstaltungen zu haben, wo ich euch treffe. Und ja, hauptsächlicherweise natürlich im Netz, über Facebook, über Twitter und über alle möglichen Kanäle im Netz, wo man halt so wirbt, wo man halt so unterwegs ist. Und wie bist du da drauf gekommen? Also der Beweggrund war eigentlich persönlich. Ich bin so 2003, 2004 immer jeden Freitag immer unterwegs gewesen im Netz, habe immer geschaut, was ich mit meiner Frau so unternehmen kann, habe immer ziemlich viel Bleiwüsten im Internet gefunden, ziemlich Überschriften nur, keine weiteren Infos und war dann immer wieder frustriert, viele Datenmasken, ich wusste immer gar nicht, nach was ich suchen soll, wenn ich nicht wusste, was ich finden will, nach was suchen Sie, welche Veranstaltung. Und das war immer so ein bisschen frustrierend und dann hat meine Frau gesagt, mach doch mal was, ihr seid doch eine Internetagentur. Ja, und dann haben wir mal was gemacht. Okay. Das ging ja einfach, ne? Ja, so in etwa. Wie lange bist du jetzt heute noch hier? Bis 18 Uhr und dann gibt es das Feierabendbierchen. Also wer eine Veranstaltung zu veranstalten hat, kann die beim Klaus mal auf die Seite stellen. www.frankentipps.de. Fazit zur Verstärke? Klasse. Auf jeden Fall eine klasse Idee. Ich freue mich, dass sie auf jeden Fall zum zweiten Mal stattgefunden haben. Und ich freue mich so aufs dritte Mal. Und wieder auf so angenehme Nachbarn wie euch. Danke, Klaus. Ciao.